Vor 10 Jahren kam der 18 Jahre alte Henno auf die Idee, aus Spaß einen YouTube-Kanal zu erstellen. Auf den Dachboden seines Vaters. Mit einem 10-Euro-Headset von Edeka. Speedlink. Und hat sich gedacht, er leistet sich einen kleinen Spaß. Er nimmt ab sofort aus Jux ein bisschen Gameplay auf mit seinen Kumpels. 10 Jahre später sitze ich jetzt hier und sage euch feierlich, gestern, meine Damen und Herren, ist mein YouTube-Kanal tatsächlich 10 Jahre alt geworden. Anlass dessen habe ich mich entschieden, eine Art Chartshow-Video zu machen. Mit Leuten, die ihr kennt, mit Leuten, die mich begleitet haben auf diesem 10 Jahre langen Weg. Und habe mit denen mir Content angeschaut, den ich auf meiner geheimen externen Festplatte habe und den es nirgendwo mehr im Internet gibt. Denn der war mir irgendwann, dieser Content war mir irgendwann so peinlich, dass ich ihn nicht nur auf YouTube auf privat gestellt habe. Nein, ich habe ihn gelöscht. Aber heute, meine Damen und Herren, Hand of Blood Archiv, kommt er wieder ans Tageslicht. Viel Spaß. So Leute, das ist Tamina, meine Freundin. Und so, freut mich, dass es geklappt hat. Ja, freut mich auch. Hallo, ich bin da. Was geht? Ach, wir sind schon in der Aufnahme. Wir sind schon in der Aufnahme. Hallo, ja. Tschüss, ne? Tschüss. Dir brauche ich ja gar nicht viel erklären. So, ich meine, die Zeit vor Spandau, die hast du teilweise auch mitbekommen, aus wie ich im Braunschweig Rentnerinterview gemacht habe, ja. LoiFacts gestartet habe und so. Ja. Und die Zeit davor in Salzgitter, die kennst du nicht. Du bist der Einzige, der hier sitzt, den man kennt, der wirklich die Entwicklung meines gesamten Kanals miterlebt hat. Ja. Wenn man jetzt ja sortiert auf Ärzte zuerst, dann ist das erste Video Chaco Jungle Guide von 9 Jahren. Der Kanal ist 10 Jahre alt. Was war in dem Jahr davor? Dieses eine Jahr, was fehlt, ist natürlich das mit Abstand Schlimmste. Und deswegen ist es auch nicht online. Ich habe ja aus dem Jux heraus angefangen. Mhm. Noah hat mich ja vielleicht nicht DK, auch. DK, ne? CK. Ah, CK. Genau. Es ist ja, du weißt es. Ja, natürlich weiß ich das. Ihr kamt in die Schule und habt gesagt, nee, du hast mir gesagt, ja, Noah hat mir diesen YouTuber gezeigt, das kann ich auch. Und dann hast du der hatte damals, vor 10 Jahren, 20.000 Abonnenten, da hatte Gronkh 10.000. Alter. Der hat sich damals entschieden, ziemlich zügig, deswegen hat er auch nur dann noch 10.000 Abos mehr gemacht, seine Ausbildung fortzusetzen. Scheiße. Ja. So, das ist bitter. Auf jeden Fall, ein Kumpel hat mir immer erzählt, jeden Morgen in der Schule mich vollgelabert von diesem Seeker. Und ich so, halt dein Maul. Und dann habe ich aus Spaß selber mal was aufgenommen. Ich habe den Kanal am 10. November gegründet. Und das Erste, was hochkam, war ein Trailer. Ein Trailer? Wie sieht ein Kanaltrailer aus bei einem Kanal, wo es noch nichts gibt? Ich denke mal, irgendwie so richtig episch, irgendwie Hand of Blood. Oder? Jawohl. Also wahrscheinlich epische Musik und dann irgendein krasses Erzähler-Voiceover und dann irgendwelche nicht. Ich würde auch sagen, dass das auf jeden Fall energiegeladen ist. Das ist nicht was Ruhiges. Mhm, das würde ich behaupten. Okay, also ich denke mir, was ja klar ist, man braucht erstmal eine CI. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Es ist aber wahrscheinlich gar nichts von dir drin, oder? Genau. Und ja, es ist eigentlich beispielhaft, was ich damals alles gezockt habe, was ich cool fand, was ich mir vorstellen konnte, was auf dem Kanal kommt. Davon die Trailer zusammengeschnitten. Okay. Gönn dir. Gamecam. Gamecam, Version 2.2. Die Gamecam ist einfach fraps.com. So, jetzt, Achtung, jetzt geht's. Jetzt. Jetzt kommt der Drop. Oh mein Gott! Oh! Yeah! Eine Hand von Google! Nicht auf meine! It's random Logos. Alter! Es ist übel hässlich! Epic! Oh mein Gott! Epic Gaming. Epic Gaming. Epic Gaming. Epic Gaming. Du hast es ja...
Weil die noch als PNGs ausgeschnitten, das finde ich auch geil. Was hast du gedacht? Keine Ahnung. Als das fertig war. Also als dieses Bild. Geil. Als du da, also dann so, belohnt. Geil. Und dann, ich dachte also, so, wie so, keine Ahnung. Das Francesco, ist sonst was so, weißt du? Ich fand es viel krasser, dass du dich schon so früh dafür entschieden hast, dass Hand of Blood einfach bleibt, weißt du? Die haben ja Änderungen durchgemacht. Du hast halt einfach gesagt, jo, es ist einfach fucking Hand of Blood. Das werden die Leute feiern. So. Das erste richtige Gaming-Video war dann mit Noah und es war auch direkt Let's Play Together, ne, mit Cross-Promo, wir hatten beide 0 Abos. So, willkommen bei Let's Play Together mit Hand of Blood und El Noiro. Ich bin Hand of Blood. Geil. Und ich bin El Noiro. Yeah. Yeah. So. Scheiße. Bei unserem Team ist gerade ein Problem und zwar, wir haben keinen richtigen Tank da. Aber sofort Ingame-Analyse, ne? Nach Sion's Sumuna-Spell zu schließen. Sumuna-Spell, Alter. Man kennt Sumuna, Alter. Ist ein bisschen underwhelming, ja, oder? Es ist, ja, also es ist halt dieses typische 2010 Let's Play. Jetzt immer boah, das Game ist ja übel hässlich. Und achte immer auf den Sound. Der ist richtig bleiernd. Willkommen in der Oh mein Gott. So wie man es kennt. Weißt du, wie sich das anhört? Als hättest du den Ingame-Sound über Boxen gehabt. Aber auch die Auflösung. Ich hatte ja wirklich offensichtlich einen 4:3 Monitor. Oder nicht 4:3, aber ist ja so ein bisschen abgeschnitten. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja links und rechts, da fehlt ja was. Aber so Commentary? Also es ist auf jeden Fall ein Flow drin. Nee, es sind schon viele Pausen dazwischen. Also, es ist ja für uns selbstverständlich, aber es ist ja gar nicht so leicht, alleine durchgehend zu labern. Der nächste Part kam bei ihm. Willst du den mal sehen? Den gibt's auf YouTube. Gern. Da ist es. Es ist einfach da. Es ist da. Und es kam 2 Tage später. 10 Likes, 3 Dislikes. 5 Kommentare. 720p, 16 zu 9. So, hier sind wir wieder bei Let's Play Sound, Musik. Alter. Dein Kanal war ja übler Schmutz. Warum hat er dir keine Tipps gegeben, Alter? Wir fangen jetzt. Er hatte die Maschine. Ich hatte übel Krüppel-PCs, immer. Gar kein Geld. Also ich spiele den Timo, also mein Mentor. Und Astronauten-Timo war da ganz, ganz neu, gerade rausgekommen. Ja. Nächster Teil wieder auf. Gehst du auf den Kanal? Imagine, man findet das heute. 30 Abonnenten. Du denkst so, alles klar. Oh, cool. Okay, bei ihm. Es gibt noch einen nächsten Teil. Boom, boom, boom. 2 Millionen Abonnenten. Ist halt übel dumm. So, Kommentare. Auch von mir. Oh, yeah. Dieses Yeah war damals so dein Trademark. Oh, yeah. Nächstes Mal machen wir sie platt. Dann spiele ich wieder meinen Main. In Klammern Flat XD. Du hast einfach 3 Smileys in diesem... Ew, der Zwinker-Smiley. So, aber in diesem ein Jahr... Viel ausprobiert. Es fehlt ein großes Let's Play. Mein erstes Let's Play, Need for Speed Most Wanted. Da könnten wir uns den ersten Part bei Uralte Scheiße fertig.wmv einfach nur komplett. Ich sag dir, der Sound, der ballert dir alles weg. Oh, Alter. Sei auf der Straße vorsichtig und verantwortungsbewusst. Und anschnallen ist Pflicht. Was warst du das? Ja. Oh Gott! Michael Bay! Hörst du denn was? Ja, da geht's gut rein. Hast du den Abschluss hochgedreht? Was? Ist halt einfach so voll. Ich hör einfach gar nichts mehr. Ich erwarte, dass du den Hype-Lack gemacht. Hast du das mit Absicht hochgedreht? Ich hab keine Ahnung, was passiert ist. Alter! Jetzt, psch, was ich sag. So. So. Alter, what the fuck? Hardline. Da seht ihr wieder. Ja, jetzt kann ich fragen, warum packt der einen 6 Jahre alten Schinken aus? Ja, ich muss sagen, der Schinken ist wirklich alt, aber ja, so ein bisschen miefig auch noch, aber an ein paar Stellen auch noch ordentlich würzig. Alter, was laut. Und, gute Metapher. Ich bin überzeugt, ja, dass danke. Need for Speed Most Wanted. Danke. Dass, und jetzt die danach kam, rede ich über Gott und die Welt.
Bevor das ins fucking Game geht, oder was? Oder erzählst du die ganze Zeit nur? Ja, Hammer. Actionreich. Oder. Max, kannst du bitte aufhören zu erzählen? Ja, genau, ja komm zum Punkt, also Bruder! Du sagst es, komm zum Punkt! Überall für aus. fürs Warte mal, fährst du eigentlich auch noch in dem Video? Bulette. Nein! Ja, dann kommen jetzt wahrscheinlich ein paar Intros und bis gleich. Erster Part. Also. The fuck? Bis gleich. Du machst 8,5 Minuten gar nichts. Redest, ich erklär das Game. Du bist im Intro-Screen und laberst. Ich hab keine Ahnung. Ich rede darüber. Ich spekuliere, warum die Titel so scheiße geworden sind. Wer will das hören? Der Zuschauer sitzt da so. Juhu, Let's Play geht los. Jetzt habe ich noch einen Schmankerl, bevor wir dann auf die Summoners Inside natürlich ein bisschen zu sprechen kommen. Und zwar das erste Mal, wo ich mich zeige. Oha. Ah, ein Face-Reveal. Face-Reveal. Ist ein Face-Reveal. Chris hat sturmfrei gehabt. Damn. Und die hatten ein richtig krank geiles Wohnzimmer mit Beamer und so einer fetten Leinwand, die du aus der Decke ziehst. Stimmt. Kennst du es ja. Danke, Scheiße. Und wir haben uns gedacht, geil, wir setzen uns zu vier zusammen. War noch ein Klassenkamerad dabei und der Steffen, ich weiß nicht, den kennst du, glaube ich, auch, der war bei The Main mal dabei. Ich habe den einmal, glaube ich, gesehen. Ja. Also der Name sagt mir auf jeden Fall was. Genau, ich habe damals für Amnesia Let's Played und Custom Stories waren ja ein Ding, hat ja PewDiePie übel groß gemacht. Und wir haben dann The Darkness, die Custom Story, zu viert gespielt. Und die Anmod, die du da gleich sehen wirst, ist wirklich... Das ist wirklich die schlimmste Anmoderation, die ich in meinem Leben, glaube ich, ja, je gemacht habe. Noch schlimmer als beim All-Star. Doch. Wirklich. Hi, Leute. Ja, das bin ich. Hand of Blood. Warum? Alter, wieso guckst du nach hinten? Wieso guckst du nach hinten? Hey, Leute. Ja. Ist doch süß. Achte mal darauf, wie verkrampft ich bin. Hi, Leute. Ja, das bin ich. Richtig versteift. Das bin ich. Was wir heute hier machen, kommt mal mit. Anti-Hip-Hop-Aliens? Also das ist halt mein absolutes Hoch meines visuellen Mettler-Daseins. Ah ja. Ich habe damals... Nein, das ist es nicht. Also vielleicht auf YouTube, aber ich habe Fotos von dir gesehen, da war es doch heftiger. Das war meine übelste Sturm- und Drangphase. Ich war auch richtig anti gegen alles. Auch Klischee Anti-Hip-Hop-Allianz, als ob es irgendwas bringt. Du hast ja sehr viel Hip-Hop gehört. Ja, aber mir war das phasenweise, ne? Metal-Hip-Hop. Hier so ein paar Festival-Bändchen sieht man. Ich habe auch so einen Nieten-Gürtel. Ich hatte auch einen krassen Rucksack mit Backpatches von Bands, Unterschriften. Ich hatte auch so Sicherheitsnadeln überall drin, im Etui und so. Du warst ja so ein Pogo-Boy, ne? Wir waren ja eigentlich so das Nerd-Lager mit Lukas, Michi, Steffen und so. Du warst einer, der wollte mit allen immer. Ich habe auch immer mit allen gemacht. Ich war schon so ein Nerd, aber dabei irgendwie tatsächlich, ich finde, man merkt es auch so ein bisschen, ich bin trotzdem selbstbewusst gewesen, aber selbstbewusst nerdy irgendwie, selbstbewusst der Außenseiter. Ich weiß nämlich noch, in der Abi-Zeitung bei uns stand dann irgendwann drin, dass Max ja über die Jahre dann doch aufgetaut ist. In der 12. Klasse gab es dann den Moment, ich habe meine erste Freundin kennengelernt damals und habe dann angefangen, mir die Haare abzuschneiden, also nicht mir selber, also ich bin zum Friseur gegangen, Haare und farbige Klamotten, weil es gab auf einmal Gründe, das zu tun. Ja. Und der Moment, wir haben dich alle angestarrt, als du in die Klasse kamst. Und einfach, ich weiß nicht, ob eine bunte Hose. Ja, rote Hose, dunkelrote Hose. Bordeaux-rot. Ja. Und dann war also... Und blauer Pullover. Bist du krank? Fuck. So, what the hell? Ja. Okay, wir lassen mal laufen. Ihr fragt euch vielleicht, was wir heute hier machen. Kommt mal mit. Aber also, ich meine, aber dieses kommt mal mit, so, das muss ich sagen. Ist schon eine ganz solide Mechanik als Moderator. Und es wirkt halt mega natürlich, also man erkennt dich hart da drin. Jetzt könnt ihr es euch vielleicht langsam denken, was wir hier machen. Und zwar werden wir hier uns einen schönen Arm machen mit einem kleinen, für die Hemmungen, einen kleinen Kippen. So, ja, das sind die Lausebänge und hier sind die Lausebänge. Ja, wer fängt an? Du? Ja, ich bin Splatterman oder auch System of a Town. Ja. Ich habe schon ein paar Mal mit Hand of Blood Let's Plays together gemacht. Ich fand das so geil. Myself ist an. Für die etwas schwächeren Gemüter.
Damit ihr trinkt jetzt nicht Tequila, oder? Hemmungen fallen, ein Tequila, ja. Jetzt saufen die einfach Tequila. Und sie filmen das noch. Und wir zocken jetzt ein cooles Horrorspiel. Ja. Es sind drei Haare auf dem Sack. Alkohol. Im Internet Alkohol trinken. Das trinken wir doch mit Zitrone, oder? Aber das war geil. Das war übel der geile Abend. Ich habe so gefeiert diesen Abend. Ja, ich auch. Hey, wir waren volljährig. Wir waren 18. Ihr wart 18? Ja, Gott sei Dank. So, erstmal. Ganz klein, wir wollen es nicht übertreiben. Das wird hier kein Saufgelage. Ach so, dann bin ich hier falsch. Ja, dann raus. Ich wohne da, Max, du kannst mich nicht rausschmeißen. Aber auch so ein dummer Spruch. Ach so, dann bin ich hier falsch. Das sind dann nämlich, ne? Das sind die Leute. Vielleicht Danke. Ich habe 18-Jährige echt anders in Erinnerung, würde ich sagen. Ja, wir waren die übelste Loser, Bruder. Ja. Tschüsschen. Gut. Auf dass unsere Augen heute Tränen rollen lassen vor Angst. Was? Oh mein Gott, ja, aber das ist halt, er hat sich dahingehend nicht verändert. Ich geh da, ne? Dieses, du hast so einen Gedanken, du hast ein witziges Konzept im Kopf, dann fängst du an zu reden und während du redest, merkst du, dass der Satz nicht richtig zu Ende der Satz ist kann. Irgendwie, wie vollende ich den jetzt? Aber dann embrace du es. Alter, abschmack. Mehr! So, ab jetzt wird halt gezockt. Ja. Wir wechseln uns ab. Das ist nicht besonders. Wir ziehen halt Streichhölzer, wer anfängt. Aber beim letzten Part gibt es dann noch so Deleted Scenes und Best of. Hallo Leute! Ist das Dancing Max? Nee, das war kacke. Outtake! Ja, Mann, Outtake! Diese unfassbar miese Anmod von eben. Das war nicht mein erster Take. Ich stell mich an, ja, bin auch noch wählerisch. Sagst du, oh nee, das kann man nicht nehmen, nochmal. Und dann kommt trotzdem diese übelste Scheiße. Ich bin hier. Also. Ja, so, ja, das bin ich. Es ist so mies. Ich stelle mir nur vor, einer hält die Kamera so. Mit ja, so das erste Mal so im Kack. Ja, und zwei sitzen da so hinter. Komm, diesmal wird's was. Ich fand, das ist übertrieben. So kacke war es nicht. Ja, das bin ich. Kannst du dein nächstes Video so starten? Jo! Das war erstmal Eurythmie. Steffen war halt kein Waldorfschüler. Oh mein Gott. So, und jetzt kommt ein Moment, da erkennt man ziemlich gut auch so, dass Papo sich gehalten hat. Oh nein, ich gehe noch mal nicht vor die Kamera. Ha, ich bin wieder da. Ja, das ist so krass. Das ist so, warte. Gleich kommt noch so on-site ein Shot gegen Aiblali. Einfach so. Und ich dachte, es wäre Blali. Und dann sitze ich hier mit Sterzi. Was mit German Let's Play? Ich finde die kacke. Nee, ehrlich, ich finde die nicht so gut. Alter, das stelle ich hoch. LOL! Das wusste ich nicht mehr. Das ist ja noch viel geiler. Also das würde ich ihm auf jeden Fall schicken wollen. Und jetzt muss so eine Compilation kommen von 2 Millionen Videos mit GLP. Jo! Ja. Nö, ehrlich, ich finde den kacke. Grüße gehen raus, Manuel. Ah, schönes Ding. Junge, was ist denn mit dir los? Ich gehe auf YouTube, bekomme auf einmal ein altes Video von dir empfohlen, dachte mir, okay, ich klick rein und höre auf einmal, dass du mich hasst. Hauptsache danach, dann 5 Jahre später, mit mir zusammen 1000 Battle Royale Games aufnehmen, ne? Das kannst du. Ich glaube, das war so Rebellion gegen die Obrigkeit. Ja, ja, klar. Und das so seinen Zuschauern zeigen. So edgy. Sein. Ja, ja, ja. Aber geil. Also, mega schade. Die Qualität ist ja wirklich insane gewesen. Dass du da von Anfang an so viel Mühe gegeben hast, ist unnormal. Ja. So, jetzt springen wir ein bisschen. Wir springen in das Jahr 2013, als ich nach Braunschweig gezogen bin. In Braunschweig kam so mit Kutscher der Durchbruch. Ja? Wir haben uns hingesetzt, haben ein Konzept gemacht. Da habe ich ja richtig viel dann auf einmal gemacht und habe ja auch meine Zähne geputzt. Das ist jetzt von 2013. Heute zeige ich euch mein Zimmer. Das ist eine große Veränderung schon. Sie ist halt völlig anders aus. Nee, 2014, glaube ich. Guck mal, da siehst du schon aus wie heute. Bloß mit weniger Bart. Oh, wait. Vorweg? Nichts. Wir fangen direkt an. So, das ist mein King-Size. Nemo Bettwäsche. Selbstgemacht. Selbstgemacht? In der Waldorfschule. Schön hier. Ja, aber hier sieht man nochmal. Also, das Selbstvertrauen ist nochmal 6-mal größer. Ja. Optisch hast du auch natürlich an dir gearbeitet. So. Ja.
Und dieser tolle Fernseher ist halt GG. Die Wodka-Pullner, Alter, geil. Seht ihr ja, das Ding ist... Oh, und die Instant-Grill. Na klar. Ja, so sah das eigentlich jedes Wochenende bei dir aus. Also es war wirklich eine Zeit in meinem Leben, die ich sehr genossen habe. Meine Wohnung war genau in der Mitte von Braunschweig. Weißt du, es gibt ja so diesen Hotspot in der Stadt. Genau da war diese Wohnung. Ich habe studiert, aber eigentlich nicht. Also ich bin nie hin oder immer so sporadisch. Und was wir gemacht haben, es kamen die ganze Zeit nur Kumpels vorbei. Die Bude habe ich bezahlt, indem ich bei Meckes gearbeitet habe. Und bei mir haben alle am Wochenende vorgetrunken. Und dann wirklich 5 Minuten zum Club. Ich glaube, du wärst einer meiner Kumpels gewesen, die ich jeden Tag genervt hätte. Max, ich komme vorbei, wir zocken, wir saufen, wir ballern, wir machen irgendwas. PlayStation ready. So. Also, es ist. Da mit dem Klappstuhl, genau so, ja. Mit dem Kacksofa, ja. Glastisch. Der steht. Ist perfekt. Das ist da unterm Bett übrigens. Sieht er das? Die Schuhkartons. Nee, du. Alles Magic-Karten. Ne, hier mein Großmembran-Mikro. Habe ich heute noch zu Hause. Mit Popschutz, ne, damit ihr niemand gegenpoppt. So, hier mein Headset. Ja. Guck mal, das Mauspads könnte ich heute nicht mehr. Die ist halt echt richtig alt und reißig. Alter, mach die auch wenigstens sauber. War früher mal gut, jetzt nicht mehr. Ist auch authentisch. Meine richtige Tastatur wurde leider eine Mische draufgekippt. Schade, Kutscher. Schade. Dann hier... Weißt du, heute machst du dir über jeden einzelnen Upload extremst Gedanken, weil heute alles auf YouTube optimiert abläuft. Damals, das war eine Zeit, es war alles unbedenklich. Einfach rausknallen. Wenn man Bock hatte auf irgendein Video, einfach hochladen. Und was auch krass war, ich habe damals richtig, so ich habe behindert gesagt, ich habe Spaß gesagt ganz viel und auch ein paar härtere Beleidigungen. Und das hat sich ziemlich krass durchgezogen, bis zu 2015, glaube ich, rein. Ist schon krass so aus heutiger Perspektive. Cringe ich natürlich brutal weg, weil es einfach mega heftig ist. Aber es zeigt auch, weil alle das machen in den Videos, auch so die Peach-Meets, wenn ich mit denen aufgenommen habe. Das war so okay, weil alle es machen. Und diese Political Correctness, die in den letzten Jahren so richtig angezogen hat, die war da, das war damals auch alles unbedenklich. Man hätte nie gedacht, dass es mal in die Mainstream-Medien kommt, dass jeder mal so groß ist wie ein Gronkh. Dass die Eltern mal sehen. Das war alles scheiße. Also der Mainstream-Faktor ist, glaube ich, da das Wichtigste. Auf weil das war hier war ja YouTube noch eine übelste Nische. So. Ja. Das ist einfach alles eiskalt erklärt. Ich nicht sehen, aber. Ja, also ich meine, jetzt sagst du es legit, ja. Man wusste schon, ja, man sollte. Ja, aber das scheiß drauf. Aber egal. Das, ja, das ja. Ist halt so dumm. Links in der Beschreibung zu meinem Shop, Fanshop, können alle abstauben, Jungs. Bring und demnächst eine neue. Alter, sieht das behindert aus. Richtig heftig geile Wohnung und von da aus sind wir jedes Wochenende eigentlich losgezogen irgendwo hin. Ja. Und Christo und ich waren auch auf Feiern und nachdem wir feiern waren, ich weiß, was jetzt kommt, hatte ich manchmal die Idee, betrunken aufzunehmen. Herzlich willkommen zu einem neuen Stück Schinken. Mit Käse. Ganz kurz, wir waren heute draußen in der Welt, im RL. Auf dem Spielplatz. Und haben gespielt. Und jetzt sind wir müde, aber dachten uns, wir nehmen noch mal was auf. Für Klaus. Aber wer ist Klaus? Wer ist Klaus? Er wohnt auch bei dir zu Hause. Ich wollte immer reimen irgendwie. Ja, merkt man. Ich schreite zum Sieg. Warum will ich immer reimen, Alter? Denn ich habe einen riesen So wie deine Mutter. Die wohnt auf dem Kutter. So deine Mutter. So, und jetzt kommt gleich was Mindblowendes, weil mein Gegner auf der Lane, den wirst du vielleicht kennen. Spielst du gegen Gozu? Nee, Goku, würde ich schon sagen. Aber Haya im Goku? Kennst du den noch? Nee. Das war damals ein ziemlich großer NA League of Legends Streamer. Ich bin betrunken aber um 5 Uhr morgens, mega im Arsch. Und der tryhardet daran. Und er ist halt damals Challenger, glaube ich, gewesen. Und smurft auf dem EU-Server gegen komplett besoffenen, Anfang 20-jährigen Vollidioten, der die ganze Zeit nur reimt. Du bist also einmal hingegangen und hast dir so gedacht... Ja, das wäre eine gute Idee, das jetzt hochzuladen. Ins Internet. So, warte, jetzt geht das Video erst richtig los. Was ist mit dir los? Richtig zerstört. Guck mal, jetzt analysieren wir das Game. Jetzt analysieren wir das Game. Ich hatte ja die einfache Lane. Ich weiß nur, das war richtig unangenehm, weil du richtig zugedrückt hast. Hör auf, mein Knie anzufassen. Da bin ich empfindlich. Wie random, das wird also alle bitte, und dann trash-talkt der uns. I'm Goku EU adden und ihm schreiben, was für ein behinderter Tryhard Harzer Boy er ist um 5 Uhr morgens. Ich zeig euch jetzt mal, 5 Uhr morgens, die Sonne geht auf. Oh Gott, das ist so schlimm, ne?
Die Sonne geht auf, Freunde. Und was schreibt er? Die Sonne geht auf. Edited ist behindert. Alter, was ich auch damals gelabert habe. Damals war es auch für mich voll normal, im Wortschatz Spaß zu sagen und behindert. Deswegen mochte ich dich nicht. Glaube ich auch. Zähne putzen, da habe ich noch in Braunschweig gewohnt, aber da ging es schon ab. Ja. Und ich habe dann angefangen mit dem Format Samstags-Shit. Mhm. Damals Daily Uploads und ich habe mir überlegt, jeden Samstag kommt random Scheiße. Ja. Und ich glaube, das war der erste Samstags-Shit. Heute zeigt euch Hand of Blood, wie ihr die Zähne putzt. Und da sage ich mal vorweg. Das ist elektrisch, ja. Aber das ist auch Ultraschall. Vor allem die Musik. Ja, wie so ein Drillsack, der so. Arbeitet. Wir putzen jetzt Zähne! So, wenn er das macht, fängt er an. In den ersten Minuten zieht es ein bisschen, weil es doch eine hohe Konzentration ist von Zahnpasta. Dann geht ihr. Ich glaube, du rotzt hier jetzt die Oberfläche vom Zahn. Über die Oberfläche. Aber ein bisschen viel Zahnpasta. Meine Fresse, die sagt, hast du die Seifenblase gesehen? Schön die Brette. Ja, also Freunde, was lernen wir? Immer schön Zähne putzen. Sehe ich auch gut aus. Alter. Meisterwerk. Ich habe ja da noch angefangen, im Braunschweig viel zu streamen. DayZ und so. Damals habe ich Stream-Ankündigungen gemacht, immer. Ja, ich auch. Da schauen wir einfach mal rein. Hallo ihr geilen Stecher. Hand of Blood macht heute einen krassen Livestream. Schaltet alle ein oder holtet in der Ecke. 18 ich will Uhr, das. Liebe Twitch. TV oder die, weiß ich gerade selber nicht. Das war so eine Handy-App, man hat da reingesprochen und der hat dann einen fertigen Song gemacht. Ja, ich habe in Braunschweig dieses eine Jahr, wo ich da halt gelebt habe, habe ich super viel Support bekommen von Christo und Kutscher. Und wir haben immer diese random Kackvideos gemacht. Dabei ist dieses Juwel entstanden, das du gefilmt hast. Your End of Blood, warum pumpst denn du so hart? Ja, morgen ist aber keine. Wie viel Schein sind das pro Seite? 2 pro Seite, Junge. Ach, den Witz fanden wir so lustig, ne? Scheibenkäse! Es ist auch witzig. Hey Leute, das riecht scheiße. Morgen gibt's auf die Fresse. Bäm! Bäm! It's an Outtake. Hey, yo, Leute. Das ist richtig scheiße. Morgen gibt's... Das ist richtig scheiße. Anfang 2014 haben die mich angehauen, Hendrik und Maxim. Ihr habt damals mit Riot Games gesprochen und wart einer unter vielen, die so ein bisschen erstmal die kurzfristigen Rechte bekommen haben, die LCS damals noch zu übertragen. Und deswegen haben Hendrik und Maxim gesagt, okay, ihr wollt es irgendwie erweitern, ihr braucht eine Moderator-Analyse-Ecke. Satan war schon einmal da, das hast du dann mit ihm gemacht, so Analyse-Ecke. Kutscher und ich waren so sehr rebellisch, wollten da unbedingt in diese Riege, wir wollten da nicht rein, aber wir wollten es euch zeigen, okay. Abotechnisch. Also später war dann der Konkurrenzgedanke dann schon mit dieser Abo-Jagd da und ich werde halt nie vergessen, wo du dann einmal, ich habe da noch im Studio gearbeitet selbst, also mein Rechner stand dann auch in dem Ort, wo ich gecastet habe. Und da kamst du zu mir und das war dann so, da hatte ich 70 und du hast mich dann überholt. Da. Dahin saßen wir, rechts war mein Platz, links war deiner. Genau, und da kamst du zu mir, hast dich dann umgedreht und gesagt, alles Gute, ich bin jetzt der Erste, oder? Ja! Das war halt für mich so, oh mein Gott. Da ist die Caster-Ecke. Der kennt das alles. Das werde ich nie vergessen. Ich bin dann einmal in der Woche rumgekommen, zu euch, hab moderiert mit euch und das ist dann das Video, wo ich sage, yo, ich fange jetzt hier als Praktikant an. Du damals als Festangestellter, bei mir wurde es dann nach dem Praktikum eine Festanstellung beziehungsweise erstmal Ausbildung. Genau, und dann war ich da und das war so der Moment, wo wir komplett embraced sind.
Du erinnerst dich vielleicht an die kleinen Stream-Ankündigungen, die wir immer gemacht haben? Bitteschön. Doch jetzt. Oh mein Gott. Wir haben uns einfach immer zusammengesetzt und irgendeine random Scheiße produziert und haben legit nur gesagt, LCS startet. Schaut vorbei. Es ist einfach so planlos. So, Leute. Was wir unbedingt jetzt noch abfrühstücken müssen. Ich hasse Harry. Es ist schwer zu beschreiben. Also, ne, du weißt ja, Tenende und ich, wir haben in der Nacht vor der Anreise zur Gamescom mit dem Fernbus, 8 Stunden Fahrt, haben wir uns dazu entschlossen, Harry Potter 4 durchzuspielen, kooperativ. War es erst Harry Potter, wo man Koop zocken konnte? Und es ist, bin ich der festen Überzeugung, das schlechteste Spiel, was es auf der Welt gibt. Wir waren dann auch so müdigkeitstrunken und haben nur noch gelacht und durchbeleidigt. Aber richtig heftig. Oh lalol! Oh lalol! Oh lalol! Schikokakale Energy Drink! Not again, please! Die haben es irgendwann auf Französisch umgestellt. Crêpe! 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 Der Sumpfkratzler oder so. Je suis der Crêpe! Je as, Ari! We are you! Hashtag! 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 Nee, nu, som, nu som. Das war der Moment, wo wir Game Over waren. Das ist das dümmste Spielkonzept. Alles dann für den Arsch. Alles. Warte, das komplette Game? Der komplette Fortschritt für die Mission. Also ich kann es mir... Ich hab's verdrängt. Wisst ihr was? Guckt euch das an. Hier, da. Und jetzt passt mal auf, was ich jetzt mache. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Das war richtig heftig. Ich kann es tatsächlich nur empfehlen, aber Obacht, es war eine andere Zeit. Damals war Political Correctness auf YouTube noch gar kein Thema irgendwie. Ja, und du warst auch jünger, da macht man sich auch gar nicht so viele Gedanken darum, was man wirklich sagt. Das war so, niemand hat ja daran geglaubt, dass das irgendwie mal was wird. Ja. Und niemand hätte gedacht, dass YouTube mal was wird, generell als Plattform, dass das mal so in die Mainstream-Medien kommt, dass unsere Eltern das mal sehen können. Ja. Wir haben uns halt aufgeführt wie die größten Assi-Kinder. Haben getrunken. Waren wir auch. Waren wir auch ein Stück weit, aber eher so auf Loser-Basis. So, du bist ja ein großer Kutscher-Fan. Ja. Kutscher und ich sind ja zusammen dann, als wir aufgefallen sind, erfolgreich, sind wir zusammen nach Spandau gezogen. Ja. Hier. Und ja, teilen so ein bisschen so diese Erfolgsgeschichte. Wir haben es brutal immer abgefeiert, wenn wir irgendwelche Abo-Marken geknackt haben. Mhm. Kennst du das 150.000 Abo-Special? Ja, ich glaube schon. Das war so ekelhaft, ich konnte es mir nicht zu Ende anschauen. Dann schauen wir nochmal rein. Oh, Junge. Und dieses Video muss ich offline nehmen, weil wir haben ein bisschen was getrunken. Es zeigt, wie wir damals gelebt haben in dieser Wohnung. Es war bestimmt gut. Und Hendrik ist auch essentieller Bestandteil. So Leute, jetzt willkommen zum 150.000 Abo-Special. Hier ist der Kutscher. Hey. Oh, Entschuldigung. Das piep ich aus, ja. Okay. Der Kutscher bringt, wenn er am Wochenende zu Hause war in Braunschweig, immer ein bisschen Leckereien von seiner Mutti mit. Ist lecker, ne? Ist lecker. Manchmal. Zum Beispiel Buletten. Diese Buletten liegen in diesem Kühlschrank jetzt schon... Das sind Buletten. Ja. 3 oder 2 Monate. Schon ein bisschen aus länger. Fleisch. Du machst die Nase frei. Das ist dein Versagen. Oh. Alter, da drin hat's geschneit. Alter, übel eklig. Boah, einmal reinbeißen. Deine Mutter beißt da rein. Wobei du eine Nase nimmst. Weil Nase. Weil das ist gut, es ist einfach ein 150.000 Abonnenten-Special. Wir müssen einfach den Kühlschrank aus. Mit übelst Hardstyle. Das sind einfach 3 richtige. Sind, die Antwort ist, ihr seid alles H. Schmeißt den Inhalt ein Stückweise aus dem Fenster. So, der Max von heute würde diese 3 Leute hassen, weil er will dann abends mit Falco nochmal runtergehen. Und dann liegt da eine verschimmelte Bulette. Mhm. Und dann kriegt richtig Durchfall. Jo. So muss ein Kühlschrank bei Junggesellen aussehen, oder? einfach ein Glas Senf. Dos, Letter und ein Glas Senf.
So, Leute. Wir haben jetzt hier den Max, ne? Jo. Ich moderiere das ab. War das Bulettenfett? Das ist 150.000. Nö. Und wegen wem? Wegen mir. Also, Henrik. Wir moderieren das jetzt mal ab. Hau mal ab, das ist nicht dein Special. Alter. Junge, Kutscher ist einfach der lustigste Typ, den ich kenne. Alter. Also, Leute. Tamina hat mich gerade auf etwas gebracht, was genial ist für dieses Special. Ja. Das habe ich jetzt mit Sterzi und Karl ein bisschen verpennt. Du erinnerst dich vielleicht noch an einen gewissen Film mit Summoners Inn, ja, der nie released wurde. Ja. Das war vor... Das dürfte 2016 sogar noch gewesen sein. Oder vier, fünf Jahren. 2016, das 2016. Ist so ein Fiebertraum. Es war das randomste Video ein überhaupt. Ein dunkles Übel hat sich über Spandau gelegt. Ein Schreck aus längst vergangenen Zeiten. Es war vor fünf Jahren, ne? Ja. Ein fieser Verbrecher. Oder sechs. Alter, wie lange wir da saßen so. Bösewicht. Die meisten Leute können nicht mal seinen Namen aussprechen. Pausche. Alter, what the fuck? Ja, da ist er. Dass das nicht released wird, sowas. Das ist halt so schade. Das ist wirklich schade. Ey, ich sag ganz ehrlich. Was ist der Jodler? Jo? Jo? Digga, was? Der ist handbreit über dem Erdwerke. Wir müssen los. Sattel auf. Sattel auf, jetzt fällt er nur fast hin, die hätten sich alles gebrochen. Denn das war ein Tier. Ja. Oh Mann, jetzt die Harry Potter-Szene. Kann man eigentlich. Das ist halt so viel Lore, die. Viele wahrscheinlich gar nicht kennen. Es war so ein Mixed Universe. Wir haben ja. Star Wars reingebracht, Harry Potter, Godzilla. Power wir haben Rangers. Alles. Power das. Rangers. Wir haben der Wein der Scheißen. Ja, würde ich zuerweisen. Such aber gleich das. Kommt eine Szene, die ist ziemlich nice. Endlich respektiert. Aber damit ist jetzt Schluss. Die Choreo ist übrigens von mir. Pauschens Willenskraft macht mich weitaus mächtiger als euch. Das war vor fünf Jahren, ne? Ich weiß noch, wie du mir so Behind-the-Scenes-Material geschickt hast, wo ihr ihm das so umgebunden habt und ihn so richtig wegziehen musst. Jetzt so wird's noch besser. Jetzt kommt eigentlich meine Lieblingsstelle. Oh, Jesus Christ. Godzilla. Godzilla. Mori ist ein Schauspielgott, ne? So ein Trash. Das war Niklas, glaube ich, da drin. Oder? Ja. In einem richtig hässlichen Raum. Das ist einfach nur geil. Uiuiui. Boah, da bist du eine Eichel, Alter. Ach ja, herrlich. Das ist Killer. Das ist einfach nur Killer. Ich meine, als allerletztes. Du hast es mitbekommen, ich habe anderthalb Jahre, fast zwei, an einem Projekt gesessen, Teekränzchen, wo es nie dazu kam. Das Problem bei dem Ding war, als die Idee kam, wollte ich so ein alles klar machen. Hm. Weißt du, wie vom Manuel, vom Bobby Thumbs so auch ein bisschen wieder über die anderen herziehen. Genau, über die anderen herziehen. Ne? Eigentlich so eine Art Podcast. Was? Und zwei Jahre später war dann alles so ein bisschen ready irgendwie. Und aber in den zwei Jahren hat sich mein Kanal und auch ich mich selber so krass gewandelt. Und ich hatte halt dieses ganze Hater-Ding nicht mehr so. Ja. Und dann sollte auf einmal pro Woche kommen, wie ich über andere herziehe. Also 50% meines Contents ausmachen, das wollte ich halt nicht. Und dann habe ich übel, also wirklich Wochen mich schlecht gefühlt, weil da ist so viel Geld reingeflossen, so viel Arbeit auch von anderen Leuten. Aber wir haben es dann halt... Letztendlich habe ich mich dagegen entschieden. Ja, solche Entscheidungen sind dann super hart so. Aber es ist halt, es ist auch, wie gesagt, also ich glaube, es war die richtige Entscheidung, es nicht zu nutzen so.
Das war das Intro, es war auch schon fertig. Alter! Das war schon ziemlich cool. Mit dem Sekt, Alter. Lakai, einfüllen. Ich muss auch mal auf die Bilder im Hintergrund achten. Ja, ja, so Harry Potter Bilder und so. Da das Wappen von Spandau, das Schild. Nee, also wirklich. Hinfort! Das sieht auch ordentlich aus. Ja, und dann quatschen wir halt. Ja, ja. So, ich darf bitten. Lieber so, da ging es, glaube ich, um Jake Paul. Das war da ganz neu. Ich glaube, da ging es so um generell so YouTube, was gerade abgeht. Das ist basically so Lester-Schwestern-Podcast. Geil, das oder? Das ist schon ziemlich cool. Ja, das war's. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Kein Ding mehr. Danke dir, ja. Genau. Danke, dass ich dabei sein durfte. Es war mir ein Fest. War lustig. Ja. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, Mann. Ja, Leute. Das war das 10 Jahre Hand of Blood Special. Ich möchte abschließend noch ein paar Worte verlieren, wenn ihr gestattet. Diese 10 Jahre Hand of Blood ist für mich persönlich ein viel bedeutsamerer Moment als 1.000 oder 10.000, 100.000, 1 Million, 2 Millionen Abo-Special. Denn in diesen 10 Jahren sind Dinge passiert, die hätte ich mir nie erträumen lassen. Ich habe aus Jux, kam jetzt ein bisschen raus, aus Jux diesen YouTube-Kanal gestartet. Ich mache mir nie Gedanken über meine Existenz, über meine Zukunft. Ich bin super straightforward. Ich habe nicht studiert, keine Ausbildung abgeschlossen. Ich bin übelster Dulli und ich lasse mich sehr nach meinem Bauchgefühl treiben. Was ich allerdings habe, ist eine gute Menschenkenntnis und bin daher sehr dankbar, die Leute gefunden zu haben, die mich jetzt auf diesem 10 Jahre langen Weg begleitet haben. Beziehungsweise bin sehr dankbar, dass die Leute mich gefunden haben. Ich habe das Glück, einen extrem coolen Freundeskreis zu haben, der mich bei all dem, was ich jetzt in diesen 10 Jahren an Scheiße ins Internet geladen habe, sorry, aber es ist halt ein Haufen Trash, unterstützt hat. Ja, die Leute, die hier saßen, aber natürlich auch noch mehr, die kennt dann ihr unbedingt nicht so. Leider hatte ein Kutscher keine Zeit, an den nochmal spezielles Shoutout. Der hat mich wirklich in Braunschweig nochmal sehr überredet. Ich wollte eigentlich aufhören mit YouTube. Man hat ja ungern ein Hobby, seit 4 Jahren schon, wo nichts, kein Progress ist. Ich war 4 Jahre wirklich, hatte meine 7 Abonnenten in der Woche, die ich dazu gewonnen habe. 7. Kutscher habe ich dann getroffen in meinem Studiengang und der hat mich überredet, komm Max, wir setzen uns jetzt hier hin in Methoden der Wirtschaftsinformatik, Doppelblock und schreiben einfach ein Kanalkonzept auf. Und das war ein richtiger Scheideweg tatsächlich für mein YouTube-Dasein. Deswegen Kutscher, falls du siehst, vielen Dank, aber auch alle anderen. Ich bin super dankbar, ich habe super viel Support erhalten in den letzten Jahren. Ich versuche das jeden Tag zurückzugeben. Und habe jetzt ein Arbeitsumfeld mir selbst erschaffen können, was überhaupt nicht selbstverständlich ist und wofür ich auch sehr dankbar bin, wo ich teilweise auch wirklich meinen Freunden, aber auch einfach coolen Menschen einen Arbeitsplatz bieten kann und an diesem Erfolgsweg teilhaben lassen kann. Das ist sehr selbsterfüllend. Ja, und vielleicht auch daran angelehnt nochmal ein großes Dankeschön an abseits meiner Freunde, aller Kollegen, mit denen ich in den letzten Jahren zusammenarbeiten durfte. Ja? Das fing an mit Freaks for You Gaming, die mir diesen Praktikumsplatz, wodurch ich überhaupt erst hergezogen bin, ermöglicht haben. Dann auch den Ausbildungsplatz und dann das spezielle Angestelltenverhältnis. Ist ja auch sehr unüblich in Deutschland. Oder generell in dieser Industrie, dass Influencer festangestellt sind. Vielen Dank dafür. Ich habe in dieser ersten Zeit bei Freaks for You Gaming unfassbar viele Projekte realisieren können. Live-Events, Kurzfilmprojekte, aber auch der Daily Content, wo mir wurden immer alle Tools bereitgestellt. Und natürlich dann auch im Dialog mit mir alles. Also es gab, klar, es gibt auch immer mal Stolpersteine, aber im Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, vielen Dank an alle Kollegen von damals, mit denen ich da zusammengearbeitet habe. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Und genauso jetzt mein Team bei Instinct 3. Also wir haben wirklich jetzt gerade dieses Jahr eine geile Truppe zusammengestellt. Wir sind jetzt angewachsen auf 26, 27 Mitarbeitern. Spezieller Dank natürlich an die Cutter, die hier jeden Tag euch den Content aufbereiten.
Ja, ich bin ja offensichtlich einigermaßen witzig, das freut mich. Aber die versuchen dann wirklich aus dem Cringe, den ich hier abliefer, nochmal ein bisschen was rauszueditieren. Von daher, also auch da, wir realisieren dieses Jahr so viel geilen Scheiß. Ihr habt jetzt hoffentlich das letzte Video gesehen. Schlussakte Spandau. Jetzt kommt im Dezember der nächste Kurzfilm. Es ist wirklich geil. Vielen Dank auch an der Stelle an alle Partner, die ihr Vertrauen in mich reinsetzen. Immer wieder. Wir haben so viel, auch wirklich mittlerweile große Partner, die einfach happy sind mit dem, wie wir sie präsentieren. Ja, also ich meine, dieser Kanal ist inzwischen sehr bekannt, auch für die Werbevideos, was überhaupt nicht selbstverständlich ist. Die meisten, gerade deutschen Zuschauer, verbinden mit Werbung oft was sehr Negatives, sehr, sehr negativ behaftet. Aber wir haben es geschafft, auf diesem Kanal wirklich damit was sehr positiv in Einklang zu bringen. Und das war auch, das musste erstmal, das brauchte viel Überzeugungsarbeit, klar, aber auch viel Vertrauen von der anderen Seite. Also da auch nochmal an dieser Stelle vielen Dank, gerade natürlich an die Partner, die jetzt schon seit Jahren mit mir bzw. uns zusammenarbeiten. Das war es von mir. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich glaube, das hat man gesehen. War mal was ganz anderes. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß und wir sehen uns ganz normal beim nächsten Video. Tschüssi. War Spaß, ne? Natürlich auch noch großen Dank an meine Zuschauer. Ja, ich bin ehrlich, ohne euch würde das hier alles nicht laufen. Einige wenige haben mich in den ersten Jahren gefunden, dann ein paar mehr sind auf den Yasuo OP-Guide und auf mein Render-Interview gestoßen und seitdem kommen täglich neue Leute dazu und ich bekomme sehr, sehr viel Zustimmung und das freut mich sehr. Und es freut mich vor allem, wenn ich mich immer neu ausrichte. Dieser Kanal hat super viel Änderungen erfahren über die Jahre. Ja, man hat es gesehen, der Content ist kontinuierlich, hat er sich gewandelt und trotzdem seid ihr dran geblieben. Das ist Bestätigung pur. Vielen Dank dafür. Godlike. Ja, und wenn ich dann mal nicht zocke, sondern einfach so ein Kurzfilm kommt und ihr feiert das übertrieben ab, obwohl es ja überhaupt nicht das ist, wofür ihr eigentlich abonniert habt, nämlich Gaming. Dankeschön. Bleibt dran, besucht auch meinen Community-Discord. Da versuche ich ein bisschen mehr in Kontakt mit euch zu treten, sofern das zeitlich möglich ist. Und ja, schaut auch bei meinen anderen Kanälen vorbei. Zweitkanal, Best-of-Kanal. Livestream-Kanal auf Twitch. Alles verlinkt. Bis zum nächsten Video. Tschüssi. Break me up! Break me up inside! Save me up! Break me up inside! Save me! Come on!